Hallo ihr Lieben, draußen ist es Zeit für Feuerwerk und passend dazu zeige ich euch heute ein Rezept für super leckere Raketenspieße. Die sind schnell gemacht und perfekt für Kinder. Und das Rezept findet ihr wie immer unten in der Infobox. Ich starte mit der Zucchini, die wird mein Raketenantrieb. Und dazu schneide ich die etwa in so 5 cm lange Stücke und schneide die jetzt so quasi zu einem Fächer ein, damit ich das nachher so auffächern kann. Aber ihr müsst aufpassen, dass ihr eben nicht bis ganz oben durchschneidet, sonst fällt es natürlich auseinander. So soll das dann aussehen am Ende. Als nächstes schneide ich die Paprika. Ich starte mit der gelben. Die schneide ich erstmal in Würfel. Die rote Paprika schneide ich in kleine Dreiecke. Die Abschnitte sind natürlich super zum Snacken. Okay, dann kann ich anfangen aufzuspießen. Ich starte mit der Zucchini. Als Raketenantrieb ist die natürlich ganz unten am Spieß. Dann kommt eine kleine Tomate. Jetzt eins von den Veggie-Würstchen. Dann eine gelbe Paprika. Und zum Schluss suche ich mir noch eine schöne Raketenspitze aus. Und so hübsch sieht das dann erstmal aus. Und kommt erstmal hier aufs Blech. Bevor ich jetzt das zweite Blech mache, zeige ich euch aber erstmal, was ich mit dem Blätterteig noch vorhabe. Dazu rolle ich den Blätterteig einmal aus und jetzt schneide ich für jedes Würstchen hier so einen Streifen runter, ungefähr einen guten Zentimeter, und wickel damit das Würstchen ein. Einfach rumwickeln. Silvester ist für mich irgendwie immer so ein bisschen nostalgisch. Familienessen, danach haben wir mal Bleigießen gemacht. Was ist denn eigentlich eure schönste Erinnerung so an Silvester? Schreibt mir das doch mal gerne unten in die Kommentare. Damit der Blätterteig gleich schön braun wird, öle ich den noch ein bisschen. Okay, dann können wir ab in den Ofen. Wow, ich finde, die sehen richtig cool aus, total witzig, gefallen mir super gut. Ich hoffe, ihr habt richtig viel Spaß beim Nachmachen und einen guten Rutsch und wir sehen uns im neuen Jahr. Ich darf die jetzt probieren.